Hallo. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Es gab ein kleines Problem, ich habe vergessen, das Spiel zu pausieren. Und ich habe ein bisschen Wasser verbraucht. Moment. So, stopp, 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 stopp. So, jetzt geht's schon wieder besser. Gut, wir schauen uns in dieser Folge jetzt endlich die Kapsel dort an. Und schauen wir mal, ob wir einen neuen Blueprint finden. Kapsel, ja genau, Rettungskapsel ist hier richtig. Hier waren wir echt noch nicht. Nice. Integrating new PDA data. Sonst ist hier nichts. Gut, hören wir uns das mal an. Flotation devices failed. We're flooding. Evacuate. Wait. I can reconfigure the O2 system to act as a bilge pump. It's working. Okay, good news. We're alive and we've stopped sinking. Bad? The oxygen's going to run out in 30 minutes and we're 500 meters down. What do we do? We'll have to use the remaining juice to send a distress call and build whatever gear we can. Then we find a way to the surface. So, ich sammle jetzt nebenbei ein bisschen Quarz ein. Kupfererz. Weil wir sehr viel Quarz wieder verbraucht haben. Ich finde den Ort jetzt gar nicht so bedrohlich. Keine Ahnung, warum hier die ganze Zeit was angezeigt wurde. Mir ist schon klar, hier sind diese Stromdinger. Aber die halte ich auch nicht so wirklich für bedrohlich. Andererseits kann ich die auch noch nicht richtig einschätzen. Alter, so viel Quarz! Quarz, 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 Quarz. So, gehen wir mal zurück und dann fahren wir dahin, wo unsere Seemotte gestorben ist beim letzten Mal. Welcome aboard, Captain. All systems online. Kreaturenei. Vielleicht sollte ich mich wirklich mal um die Zucht von solchen Eiern kümmern. Vielleicht ist da ein Alien dabei, was wir noch gar nicht kennen. Ah, Moment. Zelle rein. Dann haben wir noch eine Batterie, nehmen wir noch raus. Und die Energiezelle. Vorsichtshalber. Das Kreaturenei lasse ich mal zu Hause. Das Uraninit auch. Ja, weiter geht's. Das heißt, das da lassen wir drin. Signalrettungskapsel, die kann dann aus. Runter lassen wir auch drin. Und unsere neue Seemotte, die können wir auch markieren. Autsch. Oh, da ist ein großes Ding. Ich sehe die Markierung noch nicht. Da. Die Gazi-Basis, da wollen wir hin. Und vielleicht finden wir was Cooles unterwegs. Ahead flagged. Emergency speed. Morning. Vessel captured. Excessive noise. Das fühlt sich nicht wirklich schneller an.
ist ein Stromding. Warning, engine overheat. Ahead standard. Hätte ich vielleicht den Krebs mitnehmen sollen? Bin mir nicht so sicher. Die Säurekapseln brauche ich auch noch. Aber vielleicht sind die genau in diesem Gebiet dort, wo die Degassi-Basis ist, weil da habe ich ja nicht wirklich erkundet. Vielleicht sind es noch neue Sachen. Oder auch die neuen Rohstoffe, die wir brauchen. Dieses Nickelzeugs und... War ich hier schon? Egal. Dieses Nickelzeugs und dieses Blaue, von dem ich den Namen schon wieder vergessen habe. Ich weiß auch nicht, ob ich drüben jetzt eine Basis bauen soll. Ich hätte eher gesagt nein. Aber das Titan, was dort liegt, das nehmen wir gleich mal mit. Eine Explosion von diesem Teleportfischi. Was ist das denn schon wieder für ein riesiges Bruchteil hier? Da war ich aber schon. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wie kann das sein, dass das Ding so weit weg ist? Von dem. Ich bin so verkackt. Bei der Ortung. Schön nah dran. Moment. Sorry, aber ich brauche Titan. Muss ich einmal kurz checken, was ich für eine Luke brauche. Weil da glaube ich Quarz, okay. Moment.
Moment, ich habe doch die Seemotte, mit der will ich rumfahren. Gott, habe ich mich erschrocken. Aufspiel. Will ich immer zurück zur Motte, zum Zyklopen. Und mit dem fahre ich jetzt hier gleich her. Drei Folgen. Nein. Weg. Schon.
So. Jetzt fühle ich mich schon ein bisschen sicherer, wenn das große Schiff hier ist. All systems online. Panik noch, wegen großen Vieh, was kommen könnte. Man sieht hier auch nicht wirklich viel. Da hinten ist es. Okay. Tauchdock mit dem Ding verbinden. Emergency power only. Oxygen production offline. Was habe ich getan? Wertekraum deaktiviert. Nee, ich brauche zuerst irgendwas für Strom. So was, Magnetit Aerogel. Okay, das kommt von außen drauf. Wieso ist das gelb? Ach so, weil es nicht so effizient ist, weil ich zu weit weg bin von so einer Wärmequelle. Okay, aber es geht zumindest. Ich will mal kurz checken, was ich hier so brauche. Schmierstoff, Blei, Titanbarren. Titan. Magnetit, Aerogel. Thank you.
Aber selbst wenn... Selbst wenn, getan habe ich nicht genug. Wirklich ein großer Zugang, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Als wäre das nur eine Höhle. Damn it. Okay. Magnetit. Aerogel, Tischkorallenprobe brauche ich auch noch. War nicht gut. Kommunikator sagt nichts mehr. Schauen wir mal, ob ich hier Titan oder sowas finde. Ob ich hier überhaupt irgendetwas finde. Oh, warm. Sehe ich hier keine Viecher, da waren noch zwei Stück. Shit. Konnte der jetzt die spawnen? Was soll das denn? Wo ist der hin? Da bist du, du Sau. Ach, der wirbelt den weg. Noch einer. Ich hab echt Schiss um meine Seemotte. Ich will die nicht nochmal verlieren.
Okay, ich bin drin. Ich bin drin, alles ist gut. Und ich sehe nichts. Integrating new PDA data. Wo ist die jetzt, die Katastrophe? Hallo? Kann ich die scannen jetzt? Wenn du hier so reinhängst? Manchmal? So, Überlebenden. Wow, auf mit sowas. Okay, ich muss erstmal weitersuchen. Das hören wir uns später dann an. Okay, hier ist auch nichts zum Scannen. Da geht's noch runter. Kreaturenei. Orange Tafel. New Blueprint acquired. Integrating new PDA data. Mehr ist hier nicht. Mehr ist hier nicht, okay. Ich sehe auch keinen richtigen Grund für mich hier eine Basis zu errichten, weil hier gibt es auch kaum Rohstoffe. Okay, ich will nur zurück in den Zyklop und dann hören wir uns die beiden Sachen an. Boah, der hat uns recht weit verfolgt. Jetzt geht's mir besser. Hier drin fühle ich mich doch ein bisschen sicherer. So, Datendownloads. Da haben wir es. Katastrophe und Risikobereitschaft. Machen wir zuerst Risikobereitschaft. Margaret, Maida has boarded the habitat. What are you so happy about, Maida? Say, kid, I brought you something. Is that a Leviathan outside? Towed it home on the back of the sub. You killed that thing? It's still breathing. I was about to finish the job, but I can stay and chat if you'd like. No? Then make yourself useful and pass me that hardened blade. Are you out of your mind? You brought that thing here? What if it's not as dead as it looks? What if others come? You prefer it got curious and came of its own accord, or got messed up and dragged here? When we get off this planet, I am going to drag you through every continent, damn Federation. Und Katastrophe. I have had it with you, risking our lives. Oh, stow it, Chief. The kid can't kill this disease without fish to study. I'm just bringing him home. But tell her. Tell her I'm right. You're both wrong. Marguerite, I can't find out how they resist the bacteria if you slaughter them all. It ain't always they oblige in coming in alive. He means you're being reckless. Father, the outcome's no better if we hole up in here and don't go outside. That we have to find a middle way. There is no compromise. Not while she's on my sea base. Your sea base? I'm going outside. Bart. Torgal has disembarked the habitat. Bart, come in. It's dangerous. Damn it, boy. I know you can hear me. Chief. Chief, get off the radio and put on your helmet. What?
Brace! Well, shit. Ich will dieses Ei ausbrüten, was wir da bekommen haben. Ich will das nochmal hören, weil die haben am Anfang darüber geredet, dass sie die Krankheit bekämpfen wollen. I have had it with you, risking our lives. Oh, stow it, Chief. The kid can't kill this disease without fish to study. I'm just bringing him home. But tell her. Tell her I'm right. You're both wrong. Marguerite, I can't find out how they resist the bacteria if you slaughter them all. It ain't always they oblige in coming in alive. He means you're being reckless. Father, the outcome's no better if we hole up in here and don't go outside. That we have to find a middle way. There is no compromise. Not while she's on my sea base. Your sea base? I'm going outside. Bart, Torgo has disembarked the habitat. Bart, come in. It's dangerous. Damn it, boy, I know you can hear me. Okay, na, der hat nur versucht, Chief. Aber hat nichts rausgefunden. So, aber ich werde nochmal hier. Chief's log, 5 weeks since the crash. The only other survivors are my son, Bart, and Maida, the cut-price mercenary I commissioned for the journey. After days drifting in the life pod, rain hammering on the roof, the weather cleared and we washed up here. I had Maida salvage the Degazi wreck, set Bart to finding us a stable source of food. His education is paying off sooner than I'd anticipated. Our only problem is Maida. She says the weather's going to turn. I say she's finding excuses to risk our lives. I imagine she's not gonna weaken her life without a physical altercation, and she's itching for a fight. In every judgment she makes, things go from bad to worse. If she had my experience, she'd have more faith. Humans have spent millennia specializing in how to shackle nature to our will. This planet won't cause us any new problems. My one task now is to keep us alive as comfortably as possible until the insurance company arranges rescue. In this part of space, that could be months or even years. Also, es waren halt die drei Überlebenden und die waren anscheinend richtig lange hier. Die haben halt diese Degazi-Base aufgebaut und waren damit nicht so erfolgreich. Bitte? Nein, ich sollte das nicht wieder einsammeln. Sie waren damit nicht so erfolgreich, weil sie sich dann irgendwann gestritten haben. Sie wollten auch die Bakterien untersuchen. Sie haben das festgestellt, dass sie auch Bakterien sind. Und am Ende wurden sie dann aber getötet. Und das kann, glaube ich, gar nicht so lange her sein. Ich glaube, das war jetzt erst, vor kurzem. Es wurde aber nie genannt, dass irgendwie die Aurora abgestürzt ist. Also, das wäre mein einziger Anhaltspunkt, dass das... Was ist hier denn passiert? Lithium und Titan. Ich dachte, unsere Höhlen wären mehr als ausreichend. Was ist denn hier passiert? Ich kann den Seegleiter irgendwie nicht benutzen hier drin. Moch.
immer noch rennen, obwohl hier jetzt Wasser drin steht. So ganz check ich das nicht. Höhenstärke nun bei plus 39, aber wieso ist hier dann Wasser drin? Schon. Bin ich da dagegen gefahren? Upsi. Hull integrity restored. Draining systems initiated. Ich glaube, ich bin dagegen gefahren. Mist. Quatsch. Gibt's doch nicht. Was ist hier los? Ah, ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Das ganze hin und her hier. Ich brauche jetzt Quarz. Quarz immer da, 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 da. Du bist so ein Flugrochen oder was? Boah, sieht voll lieb aus. Ist sicher nicht lieb. Nein, oh Gott, das steckt doch nicht wieder aus. Ich wollte ein paar Fische ernten. Ja, ein bisschen bin ich hin und her gerissen. Also entweder können wir jetzt auf den Fisch warten, dass der schlüpft, aber ich will noch zwei weitere Mehrzweckräume bauen und zwei weitere Zuchtbehälter. Das Material dafür haben wir brauchen nur ein bisschen Titan. Aber ob das Alien ist, was wir brauchen? Ich hätte gesagt, das kann man wirklich leicht übersehen. Auf jeden Fall jetzt Titan. So, ich kann ja schon mal meine Pläne hier ausbauen. Das könnte ich da drunter bauen, aber der Mehrzweckraum ist immer mittendrin. Okay, egal. Wir bringen mal unser Zeug weg, dass wir das Inventar wieder leer haben. Ich bring's mal hier rein. Welcome aboard, Captain. Ich will jetzt nicht großartig sortieren. Warte mal, die habe ich gar nicht gescannt. Kann ich auch nicht weglegen. Ist die schon hier drin? Da, orange Tafel. Okay, hat er automatisch. Ionenwürfel und Nickelerz. Gut. Kann ich die auch schon wieder weglegen. Und jetzt holen wir richtig viel
Titan und eventuell noch Blasenfische, weil unser Wasservorrat ist tatsächlich aufgebraucht. Echt krass. Das ist ein Klubscher, wieso sieht der so komisch aus? Der hatte das Auge... Ach, der schläft. Oh, wie lieb. Anwesend, hallo? Na egal, Metallschrott. Hallo. Das habe ich da fallen gelassen. Jetzt nehmen wir es mal wieder mit. Oh mein Gott, die Zeit! Wir sind ja schon über 40 Minuten, holy. Und wenn ein Wasserfisch hab. Wasserfisch habe ich noch? So, und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann hier um den Ausbau. Also, danke fürs Einschalten und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin! Ciao, ciao!